Jetzt bitte begrüßen Sie unsere drei Gäste heute nochmal. Lena Knaus, Uzenma Borchu und Piotr Lewandowski. Und für alle, die neu hinzugekommen sind, noch einmal ein bisschen zur Vorstellung, was ist eigentlich Neue Deutsche Sinnlichkeit? Unter Umständen hat man das ja noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Es ist ein sehr poetisches Kino mit magischen Bildern, mit einer Bildsprache, die sehr viele, also mit Farbästhetik auch arbeitet, die uns mitnimmt in eine Welt, die wir so vielleicht bisher im deutschen Kino gar nicht vermutet hätten. Durchaus auch ins Erotische gehend, dann aber auch eine Reibung mit gesellschaftlichen Konventionen, all das haben wir schon eben ein bisschen erfahren. Und ich würde jetzt auch als erstes direkt eben anfangen mit Jonathan, den wir gerade gesehen haben, und Sie auch ermuntern, in dieser Anfangsphase unserer Diskussion auch Fragen zu stellen zu Jonathan. Ich werde mal zwei, drei Fragen zuerst stellen, dann können Sie was sagen. Und dann gehen wir über in einen allgemeinen Teil, wo wir auch ein bisschen über Förderbedingungen reden werden und vielleicht auch die Frage stellen, warum es zwar jetzt so viele Filme gibt, aber warum das bisher gar nicht so die Filme mit dem großen Geld sind zum Beispiel. Und all das zu erfahren, das wird ganz, ganz spannend, glaube ich. Ja, aber jetzt als erstes mal noch die Frage, was für ein Film natürlich, wow. Bei Jonathan, man hat ja wirklich das Gefühl, man wird, ja, noch kann man ruhig nochmal applaudieren. Da ist ja jede Figur auf den Punkt inszeniert. Also man hat doch wirklich das Gefühl, diese Familie, die ist innerlich so zerrissen. Auf der anderen Seite schafft die es, aus gewissen Konventionen auszubrechen. Man fiebert die ganze Zeit mit und noch dazu verliebt man sich in mindestens eine Figur, würde ich mal sagen. Wie hast du diese Familie angelegt? Wie bist du da rangegangen? Also ich habe kurz, hallo erstmal nochmal, vielen Dank, dass ihr alle da seid und nicht abgehauen. Also ich habe kurz angedeutet, dass es eine sehr persönliche Geschichte ist und eine sehr intime Geschichte von mir und also die beinhaltet schon sehr viele autobiografische Elemente und weil ich die Figuren so gut kenne, war das für mich relativ einfach über sie zu sprechen und sie zu schreiben. Zum Beispiel, was ich oft erzähle und es tut weh, aber ich glaube, das ist wichtig, das zu erzählen. Ich habe, also mein Vater ist ein Soldat gewesen. Ich und meine Schwester, ich habe eine Schwester, wir waren in Polen und um das kurz zu halten, er hat sich nie um uns gekümmert, also der war nie da. Wir waren ihm, glaube ich, unwichtig oder das Gefühl hatten wir. Also es gab nie eine Umarmung, es gab nie was Nettes, was wir gehört haben, weder ich noch meine Schwester. Und ich sage immer, ich bin ohne einen Vater groß geworden, obwohl ich mit 5 mit einem Panzer gefahren bin und ich habe gelernt, wie man einen Panzer fährt. Ich kann mit Maschinengewehren irgendwie schießen, das kann ich auch, das habe ich auch mit 5, 6, 7 gemacht. Aber das war's, das ist das Einzige, was mein Vater mir beigebracht hat. Und vor ein paar Jahren hat er einen Unfall gehabt und der war tot. Und dann wurde er nach ein paar Minuten wiederbelebt. Eine halbe Stunde später ist es nochmal passiert, er war wieder tot und wurde wiederbelebt. Und seit ein paar Jahren habe ich einen Vater, der mich umarmt, der fragt, wie es mir geht, der versucht, auch wenn es ihm nicht gelingt, versucht, nett und freundlich und lieb zu mir zu sein. Also die Metamorphose, die er erlebt hat, nachdem er tot war, ist unglaublich. Und das ist das, was ich zum Beispiel Anka als Eigenschaft gegeben habe, weil ich weiß, worüber ich geredet habe in dem Film. Und ich und meinem Vater sprechen nicht darüber, was er alles gesehen hat, aber es musste unglaublich schön und besonders gewesen sein. Unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, ich habe das gelesen, ich habe das erlebt. Und so sind die Figuren entstanden. Also jeder hat etwas aus meinem Leben. Zum Beispiel, Jonathan ist meine Mutter. Das ist jemand, der, also meine Mutter kümmert sich um alle, nur nicht um sich selbst. Und die ist eine Lehrerin in Polen und sammelt für arme Leute, ich weiß nicht. Also die macht wahnsinnig viel, aber
sich hat sie, also dabei hat sie sich selbst vergessen. Und das fand ich immer so problematisch. Und ich wollte nicht, dass meine Hauptfigur das auch erlebt. Deswegen habe ich ihm ein bisschen mehr Kraft gegeben. Aber all diese Elemente, wie gesagt, mein Vater ist nicht schwul, aber ich habe das ist eine wahre Geschichte, die ich gehört habe von jemandem. Und im wahren Leben ist Burkhard, also der Burkhard, daran zerbrochen. Genau, ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall rede ich auch über Krebs. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, wie die Krankheit aussieht. Und ich glaube, das hoffentlich macht diese Geschichte so authentisch, weil ich einfach sehr viele Elemente, wie gesagt, aus meinem Leben genommen habe. Elemente, die ich für wichtig halte. Und auch wenn die ein bisschen unbequem sind und schwierig, Ich dachte, ich muss darüber sprechen, auf meine filmische Art und Weise. Liegt es vielleicht eben tatsächlich auch an dieser Vielschichtigkeit, dass es diesem Film gelingt, bei aller Schönheit, die diese Figuren haben, die diese Bilder haben, dass er eben nicht kitschig wird. Der ist immer so, dass er knapp am Kitsch vorbei navigiert, weil er es dann schafft, uns in eine neue Welt reinzuziehen. Und diese Bilder alleine, ich meine, wenn wir in dieser Natur sind, das zieht uns richtig rein, dieser Sog. Ist es das, dass du wirklich jede Ebene so tief anlegen konntest, wie man es vielleicht sonst selten gewohnt ist? Weil wir würden es gerne verstehen, wie das geht, dass das so poetisch und sinnlich wird und trotzdem eben nicht dann in so einen Kitsch abdriftet. Also alles stand im Drehbuch. Also alles, was man gesehen hat, ist nicht per Zufall entstanden, sondern wir haben wirklich alles geplant. Also wir haben nicht improvisiert. Aber, sehen wir nachher. Genau. Aber während wir geprobt haben, habe ich meinen Schauspielern so viel Freiheit gegeben, wie es nur möglich war. Und ich habe wirklich tolle Menschen gehabt, die mich unterstützt haben bei dem Projekt. Der Ausstatter, Erwin Priep, der diese wunderbare Bilder gefunden hat überhaupt. Patricia Walczak, die die Kostüme gemacht hat. Und ganz tolle Maskenfrauen. Und der Kameramann natürlich, das ist ein Australier, der extra mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist. Und während wir gedreht haben, das ist eine schöne Anekdote, haben die ein Kind erzeugt. Gezeugt. Und jetzt ist das Kind geboren. Und das ist schön. Und das heißt Jonathan. Nein. Mädchen. Aber genau, aber das war schön. Nein, und wir alle zusammen haben natürlich geschaut, genau geprüft, wie wir die Geschichte am besten unterstützen können. Also wie wir das am besten machen können. Und natürlich dann mit dem Editor haben wir dann versucht, das so gut wie möglich zu präsentieren alles. Das sind übrigens auch Half Gehler, Offenbacher und so weiter. Viele davon. Sehr gut. Wo du das ansprichst, ich meine, muss es denn, es ist vielleicht sinnvoll tatsächlich, dass es ein Australier ist, der uns dann sowas im deutschen Kino schenkt mit der Kamera. Hätte das, also hast du da bewusst auch gesagt, ich will vielleicht eine andere Bildsprache, als ich sonst gewohnt bin? Also Erwin arbeitet auch mit großen Hollywood-Stars und er wurde für den Oscar nominiert für einen Film von Agnieszka Holland in Darkness. Das ist ein Deutsch-Ukrainer. Und bei uns gab es sehr viele Deutsch-Rumänen, Polen, was weiß ich was alles. Und es war so wirklich eine bunte Mischung, was ich glaube wirklich sehr schön war und interessant. Und Erwin hat vorgeschlagen, dass ich mir die Sachen von Jeremy angucke. Und seine Bildsprache hat mich sofort überzeugt. Und wirklich, ich war einfach in seinen Bildern verliebt, weil die einfach so eine Tiefe erzählt haben. Also die waren sehr, der hat auch nur kurz Filme gemacht, das war auch sein Debütfilm. Und er hatte wirklich, die Intensität an diesen Bildern war so unglaublich stark, dass ich eigentlich, ich musste auch wirklich lange kämpfen, um den überhaupt durchzuboxen, weil viele, eigentlich alle waren da dagegen, einen Australier zu holen. Aber nachdem die ersten Dailies gekommen sind, waren alle erleichtert und dann haben die uns in Ruhe gelassen. Aber bis dahin war es wirklich ein Kampf. Es hat sich so ergeben. Ich hatte auch einen ganz tollen deutschen Kameramann, aber der hat mit Christian Schwoho zusammengearbeitet und er hatte keine Zeit gehabt. Und weil ich Franks Arbeit genauso geliebt habe, war das für mich klar, also ich brauche einen Ersatz, der genauso gut ist und es hat einfach gut gepasst.
bevor Sie auch gleich die Fragen stellen können, habe ich noch eine sehr inhaltliche, auf die ich dann gerne auch mal nachher auch mit euch anderen eingehen möchte. Ich glaube, ein ganz zentrales Element bei euren Geschichten ist, dass da irgendein Geheimnis entsteht oder aufkommt. Irgendeine Lüge, bei dir sogar jetzt eine Lebenslüge hier in diesem Film. Das ist was, was plötzlich was ins Rollen bringt, wo auch jeder Charakter dieses Films ein Getriebener wird, weil er muss mit dieser Lebenslüge, mit diesem Geheimnis umgehen. Ist das was, was du bewusst vielleicht in den Mittelpunkt stellst und dann so als ja, Sonne, als Zentrum, und dann müssen alle darauf reagieren? Naja, bei der Geschichte, wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte und es war eine Lüge, und ich fand es einfach so schrecklich, dass jemand so lange eine Lüge leben musste, und irgendwann mal könnte er das nicht mehr ertragen. Also sein Körper hat sich dagegen gewehrt, und wie gesagt, der ist daran zerbrochen. Ich fand es einfach so schrecklich. Und ich muss sagen, ich habe wirklich viel und lange recherchiert. Und was man auch in Deutschland auch immer noch erlebt, also vielleicht in so Großstädten wie Berlin, Frankfurt, München, sieht man es nicht. Aber wirklich homosexuelle Männer, die zum Beispiel auf dem Land bleiben wollen und leben wollen, haben keine Chancen. Also das dauert unheimlich lange, bis die Nachbarn und überhaupt die ganze Gesellschaft da drüben die akzeptiert. Das ist wirklich schrecklich. Deswegen dachte ich schon, dass es wichtig ist, das so zu erzählen und natürlich gezielt zu provozieren. Weil wenn man es eigentlich nur liest, dann könnte man auch meinen, das ist typisch deutscher Problemfilm auf den ersten Blick. Aber dann fällt so ein Satz wie, um sterben zu können, musst du das Leben zulassen. So, das ist so viel Poesie und Weisheit dahinter. Und dann entwickeln sich da die ganzen anderen Figuren eben daraus. Das finde ich grandios. Wie wichtig war es dir, also um das noch vielleicht doch noch vorwegzuschieben, diese Poesie mit dieser doch sehr realistischen Ebene, die du ja auch beschreibst, die du ja auch aus deinem eigenen Leben unter Umständen mitbekommen hast, zu vermischen, damit das dann eben eine weitere Ebene noch gewinnt? Ja, das mache ich einfach so. Das habe ich bei allen Filmen gemacht. Ich kann das nicht anders. Warum? Also ich weiß es nicht, weil sich das richtig anfühlt. Und warum machen es die anderen nicht? Weiß ich nicht. Frag die anderen. Mache ich gleich. Ich habe keine Ahnung. Frag erstmal Sie andere. Haben Sie Fragen? Genau, hier ist eine erste. Also was mich so, also ich fand Ihren Film, danke, einen sehr, sehr schönen, berührenden, tiefsinnigen Film. Was mich so also nachdenklich gestimmt hat, ich fand die Bilder haben, also diese schönen, sinnlichen Bilder und auch Landschaftsbilder und diese, das wollte ich eh noch fragen, mit diesen Insekten, die mag ich gar nicht so, aber die haben Sie so in den Vordergrund manchmal gerückt, ja. Dass das irgendwie auch mit der Atmosphäre dann, also mit der inhaltlichen Atmosphäre zu tun hat. Das fand ich also ganz grandios und Wahnsinn. Also das fand ich sehr toll. Ich habe in einem Film mal erlebt, ich weiß nicht genau, wie er hieß, da war es auch, aber sonst nicht, und das finde ich toll. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich, das habe ich auch vorher kurz erzählt, es hat einfach also die Insektenwelt spiegeln einfach das Leben von unseren Figuren. Es hängt nur davon ab, wo aus welcher Perspektive wir das beobachten. Ne? Weil wenn wir ganz nach hinten gucken oder ganz von oben, sind wir genauso klein und unscheinbar wie die Insekten selbst. Ne? Also, da haben Sie mir noch keine Antwort gegeben. Ist es so, dass Sie bewusst Bilder gewählt haben, die dann doch mit dem Inhalt, also dass das was zu tun hatte miteinander? Ja, klar, natürlich, klar. Nicht nur künstlerisch, sondern auch so tiefsinnig inhaltlich. Ja, ne? Also wie gesagt, wir hatten ein paar Millionen Insekten, sind zum Casting gekommen, und dann müssten wir wirklich lange wählen. Und wir hatten wirklich hunderte von Insekten und ich weiß es nicht, 20 Stunden Material. Also wirklich, Kamera B-Abteilung hat einfach tagelang, wochenlang gefilmt. Also es war sein Spektakel. Ja. Ja, das war, wie gesagt, das habe ich auch am Anfang erzählt, so wie bei Lena, also das war alles durchdacht. Also auf der intellektuellen, emotionalen, philosophischen Ebene ist alles miteinander verbunden. Es ist nichts per Zufall entstanden, auch wenn es sehr, genau, das ist alles von Anfang an im Drehbuch gewesen. Aber einen Tiertrainer hattet ihr nicht?
Nein, wir hatten einen Bauer. Das war sehr spannend und schön, das zu erleben. Also wir haben, das waren unterschiedliche Höfe, wo wir gedreht haben. Und es gab auch einen Biohof. Und da hatten Tiere, wirklich alle Tiere, keine Angst vor uns. Und das war ein, das habe ich noch nie im Leben erlebt. Und der Bauer, der war so toll und der hatte einfach so verschiedene Sprüche, hat immer so gaga gaga gesagt und dann sind die Hühner gekommen. Dann hat er komme, komme, komme immer gesagt und dann sind die Kühe gekommen. Und das war unser Trainer. Also der hat wirklich, und es war so unheimlich anders in seinem konventionellen Hof zu drehen, wo Tiere einfach gekettet sind und nie draußen die eine Wiese gesehen haben. Und die hatten Angst vor uns. Es war schrecklich. Mhm. Also, nur so als so. Dann sag vielleicht noch einen Satz, bevor die nächste Frage ist, wie das im Drehbuch stand. Weil das kann ja sein, mit einer Zeile, hier widmen wir uns Tier X. Und stattdessen kann man auch wirklich eine ganze Seite draus machen, wo du die Atmosphäre beschreibst, die Stimmung beschreibst, das Gefühl, wie auch immer, wie es dann mit der restlichen Geschichte zusammengehört. Wie sieht das bei dir aus im Drehbuch? Naja, das ist so eine Balance zwischen Handlung und Poesie und Prosa und Dialogen. Also man mag das nicht so im deutschen Kino leider. Und ich liebe das eigentlich. Also wenn ich mich da ein bisschen versetzen kann in dieser Welt. Aber ich muss sagen, es gibt auch Autoren. Ich rede zum Beispiel von dem Autoren von Hans-Christian Schmidt, Bent Lange. Also er ist unglaublich präzis und kurz und dennoch schafft er es, wirklich extrem kompakt zu schreiben und man versetzt sich auch relativ schnell und sehr, also man vertieft sich in diese Welt, die er beschreibt. Ich kann das nicht, also ich brauche mehr Wörter dafür. Ja, mich würde noch sehr interessieren, wie Sie dann zum Beispiel die ganzen Natureindrücke erstens im Drehbuch so beschrieben hatten oder ob dann genau klar war, was sie genau da haben wollen. Oder ob sie dann eher gesagt haben, ja, wir haben da die Kulisse, es wird in etwa so aussehen und dann war es eher so, weil bei Natureindrücken ist öfters so, naja, es passt nicht immer alles so, wie man es unbedingt haben will im Drehbuch oder wie man sich es vorstellt von der Farbkomposition her und wie sie da vorgegangen sind, würde mich mal interessieren. Also man entwickelt ein Konzept natürlich und das ist alles konzeptuellere Arbeit, die man dann mit dem Kameramann, mit dem Ausstatter, Kostümfrau und so weiter alles zusammen dann bespricht. Und genauso wie die Farben. Also wie gesagt, das ist alles nicht per Zufall entstanden, sondern wir haben das sehr gezielt gesucht und so lange gesucht, bis wir das gefunden haben, was sozusagen diese Geschichte unterstützen würde. Was diese Geschichte, also es ist kein Zufall zum Beispiel, dass die Häuser, wo die wohnen, in so einem Tal positioniert sind, um diese klaustrophobische Gefangenheit irgendwie stärker zu unterstützen. Und solche Informationen stehen einfach im Buch drin. Ich hätte auch eine Frage, passt dazu, vielleicht auch an alle, nicht nur jetzt an dich oder sie, weil wir es vorhin schon mal hatten, dass Natur ganz wichtig ist bei den Filmen von euch und ich habe in letzter Zeit gerade aus dem neueren deutschen Kino viele Großstadtfilme gesehen, ja vor allem Berlin immer wieder. Wie wichtig ist für eure Art des Filmemachens Natur und eben auch gerade den Abstand zu wählen zu dem Geschehen in der Großstadt, sowohl in den Bildern als auch für eure Geschichten? Also bei mir, und die Damen können gleich was dazu sagen, also bei mir war das essentiell, weil ich wollte keine Großstadt. Ich wusste, dass diese Geschichte nur in so einem kleinen Dorf spielen kann, um eben für keine Ablenkung zu sorgen. Also es war, wie gesagt, sehr bewusst. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und das wollte ich einfach machen, weil, wie gesagt, die Stadt hätte zu viel Unruhe gesorgt und man hätte die Figuren ein bisschen verloren. Und somit könnte man stärker in die Figuren eintauchen. So. Wie war das bei euch? Erstmal Lena, weil bei dir ist ja die Natur auch viel vorhanden. Ja, jetzt ist ein bisschen schade natürlich, dass Sie die Filme nicht gesehen haben. Ich kann jetzt ein bisschen theoretisch was erläutern. Morgen 17.30 Uhr im Cinema Jaws in Mainz. Ja, also zum Beispiel im Film Geister, die ich rief, der spielt in Schweden. Und da ist es wirklich, die sind total einsam dort. Das ist ganz weit abgelegen. Da ist Wald
und da ist Wasser, also Seen, mehr ist da nicht. Und das entstand dadurch, dass ich das Drehbuch da auch geschrieben habe und selber total einsam war und auf mich zurückgeworfen war und es irgendwie dann klar war, dass auch die Figuren so mit sich selber konfrontiert sein müssen. Da ist nichts, was ablenkt, da ist eben keine Stadt, da ist kein Gegenüber, da ist nur Natur und Stille im Zweifel. Und das hat halt einerseits eine große Freiheit, also so ein Wald, das ist auch ganz toll, da kann ich reinlaufen und der bietet mir im Zweifel Schutz und Geborgenheit, aber er kann auch gefährlich sein, ich kann mich da drin verirren, verlaufen. Also solche Motive, also wie ein Wald oder so ein Wasser, das so eine große Weite hat, da kann ich aber auch drin ertrinken. So, das sind so Motive, die man dann nutzen kann, um zu spiegeln, was in der Figur vorgeht. Und da die Frage war ja oben, wie ist das dann mit Naturstimmung, Wetter und so, ist natürlich schwierig. Da steht im Drehbuch, da ist Nebel oder da regnet es und dann ist es nicht so, dann scheint die Sonne. Dann muss man im Zweifel schieben und warten, bis es so ist. Und manchmal entsteht was, was man nicht vorhergesehen hat und es passt plötzlich auch ganz gut. Du allerdings, Usenma, hast dich hauptsächlich für die Stadt entschieden in deinem Film, den wir gleich sehen werden. Ja, genau. In dem Film sind wir nur in der Stadt, wir sind in den Wohnungen, genau. Außer die mongolischen Szenen, da sind wir dann nochmal woanders. Ja, aber da ist man auch im Randbezirk von der Hauptstadt Ulaanbaatar. Verändert das irgendwas für dich? Also stand das für dich zur Debatte? Weil so eine Poesie, also es ist für uns nachvollziehbar, wir kennen das aus diesen märchenhaften Erzählungen, die spielen natürlich eben auch mit Wald und Natur, mit diesen Urgewalten. Das ist, glaube ich, nochmal ein Ticken schwieriger unter Umständen, das dann in so eine Großstadt mit ja, begrenzten Räumen zu verlegen. Ich habe darüber eigentlich nicht nachgedacht, dass ich eine Naturgewalt brauche, also in dem Fall. Das sind die Schauspieler bei dir. Genau, das Sepp. Und ja, das ist eigentlich der Mensch und wie er in seinem sozialen Gefüge klarkommt. Genau. Und diese Poesie, das würde mich nochmal auch von euch allen drei interessieren, weil da ist anknüpfend an dem, was wir vorhin hatten. Ist das was, was ihr reinschreibt tatsächlich? Weil es klang jetzt bei dir so an, also als würdest du auch mal ein Gedicht mehr oder weniger oder ein bisschen lyrisch schreiben. Ist das was, wie man konkret im Drehbuch arbeitet? Erzähl mal, Usenma, du zuerst. Ich habe jetzt gerade mal alles gesammelt, was ich zu dem Film geschrieben habe, wegen halt so einem Seminar, das jetzt ansteht. Und ich habe 3 Bücher geschrieben. Also nicht bewusst, sondern man schreibt ja einfach, wenn man ein Verlangen hat und wenn es brennt. Und zu dem Thema, Eva und Hedi, bei Schau mich nicht so an, das sind dann, ist sehr viel Material zusammengekommen. Also das Gedichte oder Kurzgeschichten oder einfach nur Gedanken. Dann bis zu dem Prozess des Schreibens. Also das ist schon eine Menge gewesen, was man dann zusammengetragen hat. Ja. Lena, wie ist es bei dir? Schreibst du auch lyrisch im Buch schon? Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr, als das üblich ist. Also da steht dann nicht nur eine knappe Anweisung drin, was genau faktisch passiert, sondern ich versuche schon immer Tag, innen und der Dialogsatz, das ist so das Übliche. Genau, ich versuche schon zu beschreiben, wie eine Stimmung ist in der Situation, wie die Atmosphäre ist, wie sich jemand fühlt. Das ist manchmal gar nicht so gefragt, ne? Also auch Schauspieler mögen das nicht unbedingt, weil wenn dann irgendwie dran steht, wie die einen Satz sagen, dann fühlen die sich im Zweifel auch schon eingeschränkt, weil sie sagen, das möchte ich aber interpretieren. Aber meine Filme sind, die haben halt nicht so eine krasse äußere Handlung. Man sagt, Wahnsinn, da ist dieser Konflikt und dann passiert das und boah. Also, sondern es geht halt so um was Leiseres, Stilleres. Und dann muss man, glaube ich, schon ein bisschen genauer beschreiben, wie sich das anfühlt, weil sonst überliest man es im Zweifel einfach. Und da sind wir mittendrin im System eigentlich, weil da geht es dann darum, die meisten Förderer, die machen das auf Drehbuchbasis, die lesen sich das durch, was ihr denen schickt und dann müssen die sich das vorstellen können. Und je handfester das ist, desto besser. Und die Frage ist natürlich, inwieweit kommen die damit klar, wenn da plötzlich jemand ganz anders ein Drehbuch schreibt? Also wie ist da vielleicht dein Erfahrungswert, weil du hast ja auch schon versucht, längere Stoffe umzusetzen. Wie waren da die Rückmeldungen? Also es ist tatsächlich ein bisschen Unterschied noch zwischen den Kurzfilmen und den Langfilmen. Die beiden letzten Kurzfilme hatten beide eine Förderung und da hatten wir auch relativ schnell einen Sender. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt, wo man natürlich auch denkt, man hat jetzt in den Kurzfilmen schon
wie du auch sagst, eine Handschrift irgendwie gezeigt. Man weiß so ungefähr, was man von einem Lena Knaus-Film erwarten kann. Es ist aber jetzt im Langfilmbereich sehr viel schwieriger tatsächlich. Also ich habe jetzt ein Projekt, das gescheitert ist. Da hatten wir einen Sender, Förderung sagt, kann nichts damit anfangen. Jetzt genau andersrum. Jetzt haben wir eine Förderung, die begeistert ist und Sender kann nichts damit anfangen. Also ich kämpfe noch. Man braucht beides, sonst geht es nicht. Ja. Und da die Möglichkeit, das, einen anderen Film mitzuschicken, den du schon gemacht hast, es wird sowas gemacht. Die Handschrift sieht man da ja schon. Das ist, glaube ich, unablässlich, dass man das macht. Die Frage ist, ob das wirklich geguckt wird. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist so ein Gremium, da sitzen 12 Leute, die haben diverse Stoffe, die sie lesen müssen. Und wenn da alle irgendwie 3 Kurzfilme mitschicken, wären die nicht mehr fertig. Es wäre natürlich von Vorteil, die würden mich schon kennen, hätten mich vielleicht auch mal einen Film von mir schon mal im Kino gesehen. Weil ich glaube, mein Inszenierungsstil spielt eine große Rolle. Ja, total. Man kann die Drehbücher vielleicht nicht einfach nur so lesen und dann wissen, was einen erwartet. Schau mich nicht so an, den wir nachher sehen. Ist ein Film, der international ja auf unglaubliches Feedback gestoßen ist, Furore gemacht hat. Du hast bei wie vielen Förderungen eingereicht? Ja, es war jetzt nur die FFF in Bayern, also in München, da wo ich ja auch Abschluss gemacht habe mit dem Film. Und die Förderung dort, also wir haben ja nur für Abschlussfilme eingereicht, da gibt es einen Abschlusstopf und die haben dann abgelehnt. Und das war natürlich, ist für jeden Filmstudenten enttäuschend, wenn man da abgelehnt wird. Und trotzdem waren ja alle da, die Schauspieler waren da, wir waren als Set, also als Team waren wir bereit und wir wussten ja ganz genau, okay, wir müssen halt trotzdem drehen und wir wollen ja auch drehen und das Unangenehmste war ja halt nicht zu bezahlen, also die Gage von, ob nun Tonmann oder selbst der Sepp Bierbichler, wir konnten halt niemanden bezahlen und das ist richtig unangenehm. Und ihr hattet dann tatsächlich für den Film, den wir gleich sehen werden, der in Taipei den Grand Prix gewonnen hat und den Filmpreis in München, 25.000 Euro als Budget. Ja. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Filme, die ihr macht, die sind einfach, die leben zum Beispiel von ihrer Ausstattung auch ganz stark. Du musst dieses Set erschaffen, glaube ich, dass sich die Figuren wirklich fallen lassen können. Das ist nochmal eine Stufe höher als vielleicht bei anderen Indie-Filmen. Ist das was, wo man sagen muss, eigentlich seid ihr diejenigen, die das meiste Geld bräuchten und dass man da ein wirkliches Umdenken auch mal erzeugen müsste? Weil in anderen Ländern scheint es ja zu gehen. Die lieben ja solches Kino. Nur in Deutschland bisher nicht. Senma, sag du mal zuerst. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt das meiste Geld bräuchte, aber wenn man die Leute bezahlen würde, dann kommen wir ja genauso heraus wie auf einen durchschnittlichen deutschen Film wahrscheinlich. Aber ich hätte halt... Wo wir dann bei wie viel sind? 1,5 Millionen? Ja, so ungefähr wahrscheinlich. Also mit dem ganzen Technik-Equipment, was man ja auch noch mitbekommt. Wir haben ja auch mit der Alexa gedreht und das Ganze haben wir ja von der HFF bekommen. Also das spielt ja dann auch noch eine Rolle. Und was soll man da sagen? Das ist, die Leute gehen halt, also die deutsche Filmkultur geht leider nur nach dem Geld, nach dem, was Wirtschaft bringt. Aber unsere Seele, die kann halt nicht Geld fressen. Und das ist etwas, was, ja, wie soll man das den Menschen denn klar machen? Lena, wie kriegt man Geld für Filme für die Seele? Nein, also das Problem ist ja auch ein bisschen, wenn du jetzt sagst, okay, man kann dann, wir sehen es ja jetzt, es gibt einen Film für 25.000 Euro, der erfolgreich ist und der toll ist. Bedeutet aber, dass eben alle umsonst arbeiten. Aber es klingt dann so schnell, es geht ja auch für 25.000. Aber nur einmal. Das ist ein bisschen das Problem, dass so ein bisschen die Haltung, die ich mitkriege, ist so, es geht doch auch für weniger Geld, dann mach's halt mit weniger. Das bedeutet aber, dass wir uns ausbeuten und alle anderen ausbeuten. Und das wollen wir nicht. Ich möchte nicht selber umsonst arbeiten, ich möchte nicht Leute bitten müssen, umsonst für meinen Film zu arbeiten. Das möchte niemand. Also, und insofern ist es toll, dass wir eine Filmförderung haben, die überhaupt möglich macht, dass man Filme dreht. Aber selbst da ist immer der kommerzielle Erfolg so ein Augenmerk. Und es geht nicht so sehr um die Kunst und um eine Seele. Ich würde mir wünschen, dass das mehr so wäre.
Du hast ja alles schon durchgemacht, Piotr. Du hast viel Fernsehen gemacht, du hast mittellange Filme gemacht, die an Lenas Geschichte erinnern. Du hast eben mit Jonathan jetzt auch einen internationalen Erfolg gehabt, der dann aber in Deutschland im Kino jetzt auch wieder schwerer hatte. Was ist deine Erklärung dafür, dass wir es nicht hinkriegen, Filme, die offensichtlich irgendein internationales Publikum ansprechen? Und ich glaube, auch in Deutschland gäbe es ein solches Publikum, nur die kriegen das einfach nicht mit. Was müsste sich denn da ändern eigentlich? Also ich habe alles schon erlebt, also was die beiden Damen hier erzählt haben. Ich habe auch für Filme so viel Geld investiert. Ich hatte auch bei Kurzfilmen keine Förderung. Privates Geld, ne? Also muss man auch mal sagen. Privates Geld, also mein eigenes Geld und Schulden erstmal gemacht. Und ich habe auch oft keine Förderung bekommen und alle haben, also ich habe mit Sandra Hüller gearbeitet, die man jetzt von Tony Erdmann zum Beispiel kennt. Und wir haben ein Projekt gemacht, Fliegen hieß der Film. Und mit Jakob Matschins. Und da haben auch alle umsonst gearbeitet. Ich hatte gigantische Schulden, weil ich keine Förderung bekommen habe. Danach, weil der Film wirklich erfolgreich international war und auch Sandra hat zwei Preise bekommen und Jakob hat zwei Preise bekommen. Und dann haben sich irgendwann mal die Förderung bei mir entschuldigt, dass die uns nicht gefördert haben. Nur ich habe wirklich Jahre gebraucht, um die Schulden abzuarbeiten. Und das geht natürlich nicht. Und dann habe ich auch für deutsche Sender Projekte gemacht, wo es genauso schwierig war. Wenn, also ich will nicht sagen genauso. Und das ist wirklich, zum Glück hatten wir auch mit der Serie relativ viel Erfolg gehabt. Zum Glück, das baut so ein bisschen diese Selbstausbeutung oder dieses, weiß nicht, Ego ein bisschen auf. Weil sonst wäre es einfach schwierig weiterzumachen. Ich wollte schon aufhören, nachdem Jonathan, weil ich dachte so, das geht nicht, das macht keinen Sinn. Ich arbeite 5 Jahre oder ich habe auch ein Projekt gehabt, 7 Jahre lang und wir hatten keine Förderung bekommen und das Projekt ist einfach nach 7 Jahren musste ich aufgeben. Ich konnte einfach nicht mehr und das tut richtig weh. Und wie gesagt, nach Jonathan dachte ich so, ich kann einfach nicht mehr und ich will aufhören. Ich kann einfach, das macht keinen Sinn. Aber dann kam die Zusage der Berlinale. Ja, zum Glück. Was hat das verändert? Welche Rolle spielen Festivals bei sowas? Naja, vor allem die Publikumsreaktionen waren wichtig. Also, weil ich mache das nicht für mich und ich weiß, dass der Film kein Mainstream-Projekt ist. Und es war einfach schön, das zu erleben, was ich erlebt habe. Das hat mir einfach Kraft gegeben, weiterzumachen. Weil das ist sozusagen so ein Trost für Leute, die unterbezahlt werden oder nicht bezahlt werden. Und man sitzt wirklich, also wir alle drei wahrscheinlich sitzen wirklich lange und schreiben in unseren kleinen Käfigen ohne Fenster und hoffen, dass es eines Tages realisiert wird. Aber der Weg dorthin ist unheimlich schwierig und ich weiß nicht, ob sich das wirklich ändern wird. Also ich bezweifle das. Da Piotr nach dem nächsten Film nicht mehr hier sein kann, möchte ich Ihnen zumindest an dieser Stelle, weil es gerade ganz gut passt, ein Zitat aus einer Kritik auf kinozeit.de zu Jonathan noch bringen. Denn ich finde das gerade in dem Zusammenhang, wenn wir über die neue deutsche Sinnlichkeit reden, besonders spannend. Also Harald Mühlbeier schreibt da, wenn die Wiesbadener Deutsche Film- und Medienbewertung FPW eines Tages das Prädikat besonders sinnlich verleihen sollte, stünde Jonathan schon jetzt als erster Sieger fest. Schluchz. Denn Poesie ist hier kein Fremdwort, sondern eine Waffe. Bitte einen Applaus schon mal für Jonathan an der Stelle und Piotr. Dankeschön. Wo du lebst, wird gefragt. Also wenn ich hier bin, bin ich in Offenbach. Aber nichts Böses auch über Offenbach sagen, hier sind andere Offenbacher, also Vorsicht. Ja. Genau. Und nicht Frankfurter, das ist quasi direkt nebenan. Genau. Und sonst bin ich momentan sehr oft in Polen, weil da gerade meine Oma stirbt und da muss ich auch gleich hin. Direkt nach Baden-Baden muss ich dann kurz hin, hoffentlich nicht mich zu verabschieden,
So. Also dafür wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und viel Kraft natürlich. Was die Kraft, die uns dein Film natürlich auch gibt. Und bevor wir jetzt natürlich den Film sehen, Schau mich nicht so an, der als nächstes kommt, möchte ich natürlich, dass du, Osenma, uns noch ein bisschen was erzählst. Wie kam es denn zu dieser Geschichte? Weil man muss natürlich wissen, was ein bisschen dein Background ist. Auch bei dir ist es ja sehr persönlich geprägt. Du stammst, du hast vorhin gesagt, ein bisschen auch aus der Mongolei, ich glaube halb-halb. Du warst dann in München aufgewachsen und du bringst das natürlich in diesen Film mit ein. Ja, ich bin in der Mongolei geboren und bin dann im Osten noch in der DDR, BRD und so. Bin dann zum Studium nach München, zum Filmstudium und habe mich in meinen Dokumentarfilmen immer mit Frauen und mit unserer Situation beschäftigt und da aus dem Prozess hinaus hat sich dann Schau mich nicht so an entwickelt. Also ich würde natürlich sagen, dass das etwas mit Frauen zu tun hat, aber ich glaube, man spricht da schon aus dieser neuen Generation heraus. Und auch das möchte ich vorweg schicken, auch wenn ihr alle sagt, immer man darf nicht vorher zu viel loben. Du bist nicht nur von den Golden Globes gelobt worden über den grünen Klee, sondern du bist zur Mongolin des Jahres nach diesem Film gewählt worden. Was bedeutet dir das denn? Ja, das war Mongolin des Jahres, was gerade Sport und Kultur betrifft. Und das war eine Veranstaltung auch hier in Frankfurt. Ist natürlich toll, aber wird überall zitiert. Ja, ja, ich finde das total wichtig. Ich habe ja auch eine starke mongolische Seite an mir und trotzdem, ich bin da nicht so nationalistisch eingestellt. Mhm. Also ist mir relativ wurscht. Aber ich bin halt sehr, sehr gerne in der Mongolei. Das hat ja nichts mit meinen Gefühlen dazu zu tun, aber ich scheiß auf den Pass. Also das ist etwas ganz anderes. Ich finde es halt besonders spannend, weil du da auch viel über Nacktheit, in diesem Film arbeitest du viel mit Nacktheit und du hast mal in einem Interview gesagt, damit haben Mongolen eigentlich ein Problem inzwischen heute. Nee, eigentlich wusste ich ganz genau, dass Nomaden, also Verwandte von mir, die in der Gobi leben, dass die überhaupt kein Problem mit der Nacktheit haben, obwohl sie jetzt auch nicht nackig in der Wüste rumrennen. Aber da ist eine ganz andere Mentalität, was wenn jetzt Touristen kommen und die sind halt nackig oder die machen sich nackig, dann würde man niemals sagen, um Gottes Willen und die wegschicken oder so. Aber was die moderne Mongolei betrifft, die sich so krass an den Kapitalismus orientiert und an der Verwestlichung, die sind dann eher so spießig und haben sich entnaturalisiert. Und da habe ich gedacht, da gibt es ein paar Probleme, aber da hatten wir im Sommer ja auch die Premiere, also auch Kino-Start und also die meisten Mongolen, so wie ich es mitbekommen habe, die sind da extrem cool und locker und gerade was so die Schriftstellerkultur anbelangt, die haben den Film sehr schön verstanden, ja. Also wir sind gleich sehr gespannt auf das Werk. Nach dem Film gibt es natürlich nochmal die Möglichkeit, mit Ihnen, liebes Publikum, ein Gespräch zu führen. Vorweg gibt es jetzt nochmal einen Trailer, weil es ist ja unglaublich unfair, dass Lena hier sitzt heute und wir gar keinen Film von ihr sehen. Deswegen MV Martha, der morgen auch läuft in Mainz, als kurzen, einminütigen Trailer vorweg. Da noch die Frage an dich. Du hast bewusst einen Off-Kommentar darüber gelegt, der sehr poetisch ist. Vicky Krieps spricht denn, die auch die Hauptrolle spielt. Das ist auch das, was du dann im Hauptfilm machst, dann, was wir dann morgen sehen. Was bedeutet dir diese zusätzliche, ja auch sehr offensichtlich poetische Ebene bei MV Martha? Na, das war ein bisschen Experiment. Das ist jetzt so nicht bei meinen anderen Filmen. Das war ursprünglich eine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, entstanden an der Filmhochschule. Das war ein Projekt, das hieß Utopia und wir sollten eine Utopie Geschichte schreiben und die meisten spielten halt irgendwie in der Zukunft und meine Utopie war aber die Sehnsucht, einen anderen Menschen komplett verstehen zu können, was eine Utopie ist. Und da gibt es eben diesen Text, wo sich Helene mit ihrem geliebten Gegenüber Martha irgendwie auseinandersetzt und versucht, jeden Winkel, jede Facette von ihr zu erfassen, zu verstehen, jedes Geheimnis zu ergründen und daran natürlich scheitert. Und diese Kurzgeschichte haben wir versucht, in eine
ja, zu übersetzen in einen Film und einen Film zu machen, der dann doch auch sehr wie ein Gedicht anmutet. Und auch darauf freuen wir uns natürlich sehr. Ich kann jedem von Ihnen das ans Herz legen. Morgen geht's weiter in Mainz. Ich sage an dieser Stelle ganz besonders Dankeschön an Lena Knaus und Uzenma Borche, aber natürlich vor allen Dingen an Piotr, der jetzt uns gleich verlassen wird. Einen herzlichen Applaus an euch alle drei. Dankeschön. Und vielen Dank an Urs, der uns überhaupt eingeladen hat. Das war ganz, ganz toll. Vielen Dank. Oma, noch Streiflichter entdecken kann, der Trailer, den wir vorhin gezeigt haben von Lena. Ich gehe noch nicht. Sie müssen gehen. Ja, dann müssen Sie mir eine E-Mail schreiben an lenaknaus@icloud.com. Wir regeln das bilateral. Wir sehen uns ja öfter. Sehr gut. Also, ja. Die ist ja schon am Schreiben. Okay, Lena gut. Knaus mit 2 S. Sie können auch zücken Sie Stift und Zettel, es lohnt sich. K-N-A-U-2-S. iCloud. I und dann Cloud wie die Wolke. So, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. So, aber dann sage ich jetzt an dieser Stelle wirklich .com. Und komm ist jetzt das Stichwort, wir gehen jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Schau mich nicht so an. Preisgekrönt in München und Taipei und nachher reden wir darüber. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, jetzt haben wir die große Runde erstmal unter uns. Also auch hier ist das Prinzip, ich stelle 2, 3 Fragen vorweg und dann haben Sie die Möglichkeit natürlich auch selber Fragen zu stellen. Also es ist ja was für ein Wahnsinnsfilm. Also du schaffst da wirklich eine Welt aufzubauen, ja, die verbindet diese Großstadtwelt mit diesem mongolischen Gefühl. Du hast so viele Familienwelten, du hast diese alleinerziehende Mutter, du hast diese sehr freie Figur, die du spielst, dann kommt dieser Mann dazu und alles ist durcheinander. Und mich würde interessieren, wie hast du das entwickelt, wenn das auch noch improvisiert ist an vielen Stellen? Weil das ist wirklich ganz faszinierend, wie gut das alles zueinander passt. Zuerst habe ich die Katrina, die Eva spielt, angesprochen, dass sie mit mir diesen Film macht. Und ich habe auch erstmal in ganz dokumentarischen Ansätzen gedacht und habe aber immer weiter, während wir auch gesprochen und auch gefilmt haben, also nicht diesen Film, sondern einfach nur für uns, also Testaufnahmen, immer weiter geschrieben, bis ich dann die Hedi mit ins Spiel gebracht habe, weil wir über diese Frauenfreundin gesprochen haben, wie diese angeblichen Freundinnen auch immer aussehen. Und dann wusste ich, okay, wenn wir dann ins Szenische gehen, wer würde denn ihr Gegenpart spielen? Das müsste eigentlich ich auch machen, damit das so in diesem Rahmen bleibt. Damit es auch frisch bleibt und auch so roh, wie der Film auch sein sollte. Und so habe ich das dann weiterentwickelt und habe ihr gesagt, ich werde dann wahrscheinlich dein Gegenpart sein. Und das fand sie auch gut. Obwohl ich auch darüber nachgedacht habe, mit Schauspielerinnen zu drehen. Aber das hat sich dann aus Zeitgründen erstmal gar nicht und produktionsmäßig war es auch für mich leichter, dass ich das übernehme. Und dann, wenn man halt mit jungen Schauspielern redet, die erzählen dann sehr viel von Karriere und Agenten und Sex und nackt, das geht alles nicht. Du machst das ganz wunderbar als Schauspielerin und ich wollte an der Stelle einfach mal wissen, hast du vorher schon mal gespielt, auch im Film? Nee. Gar nicht. Ja. Woher hattest du dieses Selbstbewusstsein, dass das geht? Noch dazu mit ja wirklich so anspruchsvollen Szenen. Naja, man hat ja ein Gefühl für sich selbst, was man kann und was man nicht kann oder wo man was entwickeln kann. Und das hat ja auch was mit der Katrina zu tun, dass wir so ein Potenzial entwickelt haben. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch visuell gesehen, also der Sven, der die Kamera gemacht hat und ich. Und aber ich habe daran von Anfang an geglaubt, dass das definitiv möglich ist. Mhm. Es kommt hauptsächlich darauf an, wie du auch selbst daran glaubst und ja.
All das mit dieser Intensität, in dieser Intimität, kann nur passieren, wenn eine extreme Vertrautheit möglich ist. Also da muss jeder auf den anderen vertrauen, da muss sich jeder in diesen Bildern auch geborgen fühlen, sage ich mal. Das ist ja wahnsinnig exponiert eigentlich, was ihr da zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass jeder sich so fühlt, als wäre er gerade in seinen eigenen vier Wänden. So. Das ist eines der Geheimnisse dieses Films. Magst du uns erklären, wie du das erzeugt hast? Weil ich denke mal, du musst ja erstmal an dieser gemeinsamen Wohlfühlatmosphäre gearbeitet haben. Ja, und Katrina und ich, wir kennen uns ja schon eine ziemliche Weile, so mindestens 5 Jahre, 6 Jahre. Und es hat sich ganz langsam aufgebaut und auch langsam aufgebaut, dass ich auch in ihr jemanden gesehen habe, der das auch ausdrücken kann. Und wir haben halt davor, bevor wir angefangen haben zu drehen, haben wir halt diese Testaufnahmen gemacht, wo wir einfach nur da standen oder ich habe ein Musikvideo gemacht. Mhm. Diese Vertrautheit, die hat dann zu 100% dann, war dann da, als wir dann bei den Dreharbeiten. Sonst kann man, glaube ich, nicht improvisieren. Ja, da braucht man echt eine feste Basis. Dann kommt noch hinzu, dass ich mit dem Sven sowieso immer schon Filme gemacht habe und wir wissen auch ganz genau, was wir sind und wie wir es machen. Und das spüren natürlich die Darsteller, ob nun Laie oder Profi, das spüren die denn. Mhm. Ja. Wenn du über den Profi sprichst, dann redest du natürlich von Sepp Bierbichler, ja. Ikone des deutschen Kinos. Überzeugt man den, sich so zu entblößen ja auch, was er, glaube ich, sonst zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht mehr getan hat, meines Wissens. Wie hast du es geschafft, dass er sich darauf eingelassen hat? Noch dazu, ich meine, das ist ein Abschlussfilm. Also der hatte jetzt nicht vorher schon irgendwie 10 Langfilme von dir gesehen, weswegen er dir vertraut hat. Ja, ich glaube, er hat diese Frische und diese Neugier behalten, wie damals mit dem Achternbusch oder so, dass man einfach macht, wenn man spürt, dass der andere Filmemacher sich auch nur darauf fokussieren will. Also ich habe gesagt, es wird kein Filmgetue, kein Setgetue geben, so wie man es halt so kennt. Mhm. Und da hat er auch schon gesagt, ja Gott sei Dank, weil es geht ja auf die Lebenszeit, wenn man da wartet als Schauspieler und das Licht steht noch nicht. Und wir haben ja mit natürlichem Licht gedreht, kein großes Filmgetue, nur wir als Team, 3 Mann allerhöchstens. Und dann haben wir natürlich aus Vorgesprächen auch, konnte ich ihm sowieso schon erklären, warum und wieso. Und über die Rolle haben wir eigentlich fast kaum gesprochen, weil das ist ziemlich klar gewesen. Mhm. Und das außerdem, denke ich, fand er sowieso ziemlich interessant, weil das so eine Kontroverse auch in der Gesellschaft zeigt. Ich hatte das Glück, eine deiner ersten Aufführungen in München damals moderieren zu dürfen beim Filmfest. Und da ist eine Szene gewesen, die ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Ich erzähle es einfach nochmal ganz kurz, bevor Sie auch Fragen stellen können gleich. Die Bar-Szene. Du und Bierbichler und ihr kommt euch da irgendwie näher, deine Figur und er. Und das baut sich ja wirklich auf über fast 5 Minuten so. Also die rücken dann so langsam näher, nähern sich an und so. Und mitten in dieser Szene, als sie dann tatsächlich ganz kurz vor dem Kuss waren, dann kommt der Kuss, dann kam so ein richtig lustvoller Aufschrei von einer Dame im Publikum, was wirklich an so einer Ekstase grenzt. Also du hast da irgendwas ausgelöst, dass man da so mittendrin war. Dass das wirklich, ja, also das ist ein ganz anderes Kino des Gefühls, als man es sonst so kennt. Wie hast du das erarbeitet, dass das so intensiv werden kann, dass solche Reaktionen möglich sind? Also bei der Szene, bei der Bar-Szene hatten wir auch nur diesen einen Schuss und in der Szene haben wir dann hin und her gewechselt mit der Kamera, aber es war halt von uns so geplant, dass wir halt die Rücken von beiden sehen, weil das irgendwie noch unangenehmer, intimer wirkt. Und am Anfang der Szene habe ich mir auch gedacht, scheiße, was mache ich da eigentlich? Weil es war schon ein Druck, so ein Stresspunkt, was der Bierbichler dann da war, dann auch dargestellt hat.
Aber da sind wir an dem Punkt gewesen, dass du denn da in dem Moment auch spürst, jetzt musst du es fallen lassen. Alles, was du geschrieben hast, wie du dich auf die Figur und auf die Situation, auf den alten Mann auch, was du da geschrieben hast, das ist jetzt alles egal. Es geht jetzt um diesen Reiz, was ist das Anziehende an uns beiden und wie kriege ich diesen Mann rum? Mhm. Ne? Und dann muss man sich auch ein bisschen, Nee, und aber das ist dann auch wieder neue deutsche Sinnlichkeit, ganz typisch. Im Hotelzimmer ist es dann überhaupt nicht mehr sinnlich. Das Sinnlichste dort ist sein Brecht-Gedicht. Also dieses bewusste Brechen dann auch mit Erwartungshaltung, damit spielst du auch. Ja, ich denke, das haben wir von Anfang an auch so besprochen, dass der Sepp dann auch ganz intuitiv auch als Vater agiert. Ja, und dass ich dann als Nebenbuhlerin dazwischen komme, das war etwas Unausgesprochenes, was er von Anfang an auch gespürt hat. So, jetzt kommst du daher, nee, so leicht. Und außerdem, er ist ja sowieso so eine erfahrenere Person, der komplett die Härte des Mannes eigentlich darstellt, die Kühle des Mannes darstellt. Das war dann bei Sepp, reicht das denn einfach, wenn ich sage, kannst du bitte abstoßend sein? Und dann kommt es dann im Spiel. Wow. Wie, vielleicht das noch als letzte Frage, bevor jetzt Sie wirklich Fragen stellen dürfen, auch wenn ich es dauernd ankündige, diese Sexszenen zu inszenieren, dass die so poetisch wirken und trotzdem erotisch. Das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst. Also du schaffst es, dass es nicht irgendwie, so wie ich vorhin sagte, wie es bei Jonathan nicht abdriftet in Kitsch, so driftet es bei dir nicht auch in so, es wurde mal als Arthouse-Porno bezeichnet, was ich für völlig falsch halte. Genau das schaffst du eben nämlich super, diese Kurve zu kriegen, dass das nicht so sehr in diese Richtung geht. Wie dreht man diese Szenen, die so intim und erotisch sein sollen, dass die so wirken, wie du es geschafft hast? Also das kann ich ja gar nicht so erklären, weil man macht das sowieso, wie man das fühlt und denkt. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Dokumentarfilm, da hat auch jemand gesagt, ja, da musst du aufpassen, dass es nicht kitschig wird. Aber manche Menschen können halt in diesem Kitsch arbeiten, weil sie das Intus haben. Und bei mir, ich bin da irgendwie, bin ich da so weit entfernt. Ich habe nämlich gar nichts gegen Kitsch. Also ich finde Kitsch manchmal auch richtig gut. Daher, sowas kann man denn nicht erklären. Vielleicht aber noch konkret nachgefragt, was sagst du denen? Also was sind die Anweisungen bei so einer Szene vorher? Ja, direkte Anweisungen, weil man ja eh in dieser krassen Suppe ist, von Vertrautheit oder Wärme oder Direktheit. Und gerade mit Katrina, das war für uns total angenehm. Für Katrina war es denn nicht so angenehm, wenn da ein Tonmann steht. Ich bin da eher eine Person, du gibst entweder alles oder gar nicht so. Ich bin da eher ein bisschen polarisierend und auch radikal. Und damit steckst du ja die Leute an. Und wenn du selbst den Schritt gehst, auch in dem Sinn als Führerin, dann kommen die Leute auch mit. Mhm. Genau. Ja, spannend. Haben Sie Fragen oder Kommentare zu Usenma und Schau mich nicht so an? Oder auch der neuen deutschen Sinnlichkeit? Was auch immer das ist. Erstmal ein sehr interessanter Film, auf den, der noch was weiter auf mich wirken muss auf jeden Fall. Aber zwei Fragen fallen mir jetzt schon mal ein. Nämlich zum einen wurde mehrfach auch schon gesagt, bist dokumentarisch erstmal an diesen Film herangegangen oder die ersten Ideen waren auch von einem Dokumentarfilm geleitet. Inwieweit kam dann, also ich kann mir den Film jetzt im Moment noch gar nicht so als Dokumentarfilm überhaupt auch von mit den Ideen vorstellen, aber wie ist das quasi umgeschwungen? Und dann noch, weil ich das auch sehr interessant finde, zu improvisieren, war das dann total organisch zu sagen, okay, wir machen die Dialoge in den Szenen, ich schreibe sie nicht vor, hängt es auch vielleicht miteinander zusammen, diese Arbeit, weil Dokumentarfilmer, die Improfilme machen, habe ich auch schon mitbekommen.
Ja, also ich wollte mit der Katrina so einen Dokumentarfilm machen, aber dann ist mir die Lust daran total vergangen, weil ich davor auch Dokumentarfilme gemacht habe und da muss man 150% auf den Protagonisten eingehen. Und diesmal wollte ich dann filmisch einfach mal auch so meine Vision durchsetzen. Das ist beim Dokumentarfilm, gerade wenn du irgendwie mit Menschen drehst, ist das nicht so wirklich möglich, außer du bist im Schnitt und so, und dann kannst du ja noch machen. Aber da ist einfach die Lust gekommen, das alles selber auch zu inszenieren und auch über die Grenzen zu gehen, was ich im Dokumentarfilm nicht machen könnte. Oder es würde halt Jahre dauern, bis ich so eine Beziehung aufgebaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da musst du einfach radikaler sein und direkt mit den Leuten auch Ansagen machen. Und weil ich dann auch selber mitgespielt habe, dann braucht man diese Ansagen auch gar nicht. Dann mache ich einfach so, wie ich denke. Und das war nur dieser dokumentarische Ansatz. Aber letztendlich ist es dann verflogen. Genau. Und ja, die Improvisation, die hat mir halt auch sehr gut gefallen, weil ich, weil der Sepp Bierbichler auch von Anfang an gemeint hat, ja, was willst du denn überhaupt machen? Und ich bin dann sofort in die Impro-Weise gegangen, weil ich habe das in seinen früheren Filmen gesehen, zum Teil. Und ich habe das auch in Filmen gesehen, die ich jetzt auch sehr schön fand. Und ich habe mir einfach gedacht, da steckt bei uns in diesem Fall die meiste Energie drin. Ich kann keine Sachen jetzt auswendig lernen. Also es gab Leute, die gemeint haben, macht doch 3 Monate Crashkurs, der Bierbichler wird euch an die Wand spielen. Aber ich meine, Schauspielerei, das ist jahrelanges Studieren. Das kann man nicht einfach so 3 Monate mal hinbrechen. Und dann noch mit einem Kind, da muss man einfach seine Schwächen nehmen und diese Schwächen dann zu Stärken machen. Ja, indem man sich komplett entblößt, was das angeht. Und das kann man eigentlich bei allem so machen. Ja. Das Kind ist sicher da auch eine Chance gewesen, ne? Also weil da hilft ja eh nichts anderes als improvisieren. Das musst du ja, ja. Irgendwie lenken durch Anreize, sage ich mal. Ja, und die Sophia, die kannte ich ja auch schon jahrelang, dadurch, dass sie mit meinem Sohn zusammen in der Krippe war. Und die wusste, wir hatten von Anfang an so eine Beziehung, dass ich sie immer streng angeguckt habe. Und dann war sie immer ganz lieb, obwohl sie ein sehr freches Kind ist. Aber sie hat halt dieses Gefühl, diese Empathie zuzuschauen und zu wissen, ah, die beiden streiten sich gerade, jetzt entscheide ich mich aber für die Hedi. Und eine ganz gewitzte, hinterlistige ist das. Wie war ihr Verhältnis zu Katrina? Auch sehr gut. Also die kannten sich ja auch und die beiden, bei ihr ist sie mehr auf der Nase rumgetanzt, weil die Katrina eher ein bisschen weicher ist. Also wir waren auch während der Dreharbeiten, sind wir automatisch auch so ein bisschen in den Figuren geblieben, weil das vielleicht leichter war. Ne? Habt ihr chronologisch gedreht? Ja, zum größten Teil, ja. Also in der Reihenfolge, wie es dann auch im Film vorkommt, ja. Ja. Da steckt wahrscheinlich auch ein großer Vorteil bei dieser Arbeitsweise drin. Ja, für uns auf jeden Fall, ja. Ja. Aber wenn ihr improvisiert habt, wie genau und wie weit hattet ihr die Entwicklungsbögen vorentwickelt oder wie klar war das, wo es hinführen würde? Genau, wir haben dann, die Szenen waren relativ klar, wie sie auch im Buch standen, dass wir uns treffen werden, dass es dann zu einem Konflikt kommt, aber wie genau dieser Konflikt denn ausgeht, mit welchen Worten er gepeitscht wird, das habe ich ihr dann gelassen und ich habe dann auch auf sie reagiert oder sie hat auch auf mich reagiert oder mit dem Sepp, dass er dann angefangen hat mit, ja, wo kommen Sie denn eigentlich her, so. Das fand ich in dem Moment, habe ich mir auch gedacht, ah, was will er denn mit dem Scheiß, aber er hat sich dann komplett reingefühlt, wie auch unsere erste Begegnung war. Das war ja auch das Erste, was er auch gefragt hat. Wo kommst du denn her? Was bist du eigentlich, japanisch oder chinesisch, was auch immer? Und das ist halt das Ehrliche auch dran. Das
Das heißt, du wusstest nicht, dass er das jetzt fragt. Nee, das war ja das. Und bleibst so professionell. Wow. Nicht schlecht. Deswegen bin ich ja fast gestorben, weil man in so eine Szene reingeht und man denkt sich, was kommt jetzt auf einen zu? Ja. Aber ihr habt wahrscheinlich schon wiederholt, wenn du jetzt gesagt hast, die Szene hat mir jetzt nicht gepasst, dann machen wir es nochmal. Nee, das haben wir nicht, weil ich bin ja da auch mit Sepp ganz ehrlich gewesen und der sagte auch, ja, entweder du machst oder du machst es nicht. Kannst sein lassen mit dem Filme machen, wenn du jetzt irgendwie 10-mal wiederholen willst. Ja, also du musst schon wissen, was du willst und da muss man auch standhalten. Ja, vor allem er weiß ja, was er will, ne? Ja, das ist das Schöne gewesen, dass er auch eine Unsicherheit hatte, die ich ja auch gemerkt habe, aber diese Unsicherheit, man kann sagen, dass es jetzt die Rolle des Großvaters war oder die des Schauspielers, ist ja egal, Hauptsache man fühlt diese Unsicherheit und auch diese Verlegenheit, ja. Was mir aufgefallen ist, bevor ich auch gleich Lena wieder dazu bitte in die Richtung Schlussrunde, der Tod, der ist sowohl bei deinem Film jetzt als auch bei Jonathan eine Chance. Ja, also in dem Moment, wo die deine Figur in die Badewanne drücken, befreien sie sich von etwas. Und es gibt eine Möglichkeit, dass es irgendwie weitergeht. Das ist genauso, was mit dem Tod von der Figur von André Hennecke, dem Vater vorhin bei Jonathan ist. Für den ist das eine Erlösung von all den Leid, den Lügen, mit denen er sich konfrontieren musste. Warum ist der Tod so eine wichtige Komponente, wenn es um dieses poetische Kino geht? Weil es ist auch bei vielen anderen Filmen dieser Strömung auffällig. Also in dem Fall wird ja auch durch den Tod die Schwäche der anderen deutlich, weil man kann immer auf der Hedi rummeckern, dass sie ja so eine gemeine, intrigante Kuh ist, aber die Eva ist ja auch Mittäterin, das, was man auch sehr gerne vergisst, oder man stellt sie dann immer als ja das Opfer dar oder so. Aber sie ist, finde ich, genauso daran schuld. Und dass sie dann am Ende dann endlich mal irgendwie Mut aufbringt und mal reagiert oder was sagt. Aber letztendlich ist es dann auf die feigste Art und Weise, ob man das jetzt nun als tot sieht oder nicht, aber sie wehrt sich letztendlich. Und da kommt dann auch endlich mal eine Stärke durch, die aber für mich auch sehr schwach ist. Ja, und genau dieser Zwiespalt ist, glaube ich, eine der ganz großen Stärken dieses Films. Also an dieser Stelle schon mal danke für dieses Zwiegespräch zwischen uns, Usinma. Und ich bitte nochmal Lena Knaus zu uns, nochmal einen kleinen Applaus für unsere weitere Mitstreiterin in dieser Runde bei diesem Symposium. Ja, weil man kann das natürlich auch so deuten, Geister, die ich rief, heißt einer deiner Filme, dass die Hedi, das ist auch so ein Geist vielleicht, der gerade davon gestoßen wird. Der hat vorher irgendwas Gutes und was Schlechtes vielleicht bewirkt. Aber diese Figuren, die so ein bisschen wie Geister sind, die gibt es immer wieder in euren Filmen. Siehst du das auch so jetzt bei deiner Hedi zunächst, bevor ich Lena frage, wie es bei ihren Filmen ist? Ja, das könnte man so sehen. Ich habe die Hedi auch ja als Zwischenmedium auch angesehen, auch nicht nur zwischen den Welten, aber auch in der Gesellschaft, wo wir gerade leben, so als Zwischending. Man kann sie nicht richtig verorten als Mann, aber auch nicht als Frau. Was ist sie mit ihren Verhaltensweisen und mit ihrem Charakter? Und da fühlen sich dann ganz viele und ich auch total desorientiert und man sucht dann irgendwie nach einer Identität und kann halt diese Klischees und Boxen denken, kann man nicht erfüllen. Und man könnte das auch als Geister empfinden, dass man so ein bisschen rumschwirrt. Lena, deine Figuren schwirren auch ganz viel herum. Da sind ganz viele Geister, die immer da so mit drin sind. Das werden wir morgen eben sehen in Mainz. Was macht das mit Figuren, wenn die so geisterhaft werden? Entsteht dadurch auch eben eine dieser poetischen Komponenten vielleicht? Naja, also man muss so ein bisschen gucken, so, also wie real sind dann eben Leute. Du sagst Geister, bei Geister, die ich rief, da suggeriert der Titel das, die Figur, also der
Liebhaber, so ist es ja eigentlich, ne? Der aus der Vergangenheit so, wieder genau. kommt. Und der ist schon real da. Also der ist jetzt nicht wirklich ein Geist, aber wir haben ihn trotzdem so auftauchen lassen, als ob er könnte auch Fantasie sein. Es ist nie ganz klar, was ist Realität und was ist Wunschdenken. Also ich spiele ganz gerne mit, dass sich so Realität und ja, Fantasie so ein bisschen vermischt, dass alles so ein bisschen wie ein Tagtraum ist. Und dafür braucht man dann vielleicht die entsprechende Bildsprache. Und genau das ist es nämlich auch. Also das, da ist ein gesellschaftlicher Hintergrund, den man immer mit drin lesen kann. Diese Reibung, diese Rohheit, die bei aller Schönheit da ist, das spielt eine Rolle. Dass da irgend noch was existiert, wo wir als Publikum sagen können, wow, da ist etwas, das dieser Film danach weiter in uns gärt. Also das finde ich ganz famos, dass diese Filme das schaffen und eben nicht nur auf diese schöne Ebene setzen. Das ist, glaube ich, auch neudeutsche Sinnlichkeit. Also ich habe den Film jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen und ich mag das wahnsinnig gerne, dass das Ende halt so ein Fragezeichen ist, dass man selber interpretieren muss, was man da drin liest. Ne? Ob man da jetzt einen Tod liest oder nur einen Kampf oder ist das eine Vision, dass sie dann in die Mongolei geht oder ist das nach dem Tod? Oder dass so Fragen offen sind und ich mag das wahnsinnig gerne, dass mein Film nicht zu einem eindeutigen Punkt erzählt und der Zuschauer dann zufrieden nach Hause gehen kann, sondern es irgendein Fragezeichen offen bleibt und irgendein Konflikt oder ein, ja, dass man mit einem Zweifel nach Hause geht und sich selber noch was fragt. Viele dieser Konflikte entstehen, weil es Dreiecksgeschichten sind. Also da kommt immer eine dritte Figur irgendwie hinzu, die das Ganze verändert, was vielleicht ein vorher funktionierendes Konstrukt ist. Ich glaube, dass da viel dahinter steckt. Das ist morgen dann auch das Thema unserer Diskussion in Mainz. Da geht es dann um diese Figurenkonstellation und auch den anderen Schwerpunkt dieses Symposiums, was Films ausrichtet. Da heißt es nämlich... Wer ist wir? Deutscher Film von Migration bis Queer. Und in der Tat, das sind genau auch diese Figurenkonzepte, die es gibt in euren Filmen, dass man da auch keine Scheu hat und dass das auch alles als Normalität anerkannt wird, egal wie wer lebt, ob der Vater in Jonathan dann plötzlich sich als schwul outet, ob da dann irgendwelche anderen Konflikte aufbrechen. Am Ende führt es dazu, dass je ehrlicher man ist, desto besser geht es den Figuren, glaube ich. Und da freuen wir uns dann eben morgen auch noch Godehard Giese dann begrüßen zu dürfen, einen ganz tollen Schauspieler, der inzwischen auch Regie geführt hat, die Geschichte vom Astronauten und da werden wir drüber reden, wie das funktioniert. Bevor ich euch jetzt und Sie entlassen werde nach Hause von diesem ersten Tag des Symposiums, geht es aber natürlich nicht, ohne noch einmal über diesen Begriff zu sprechen. Neue deutsche Sinnlichkeit. Ist das was, was ich mir in meinem stillen Kämmerlein oder in so einer Festivallaune mal zusammengereimt habe? Oder ist das was, was ihr auch feststellt? Ist da so ein Bedürfnis da und B, es gibt immer mehr Filme, habe ich das Gefühl. Und wie fühlt ihr euch dabei, dem jetzt zugeordnet zu werden? Wie ist das für euch? Also das Interessante ist ja, dass wir sitzen jetzt hier und Piotr ist schon weg, aber drei Vertreter dieser neuen deutschen Sinnlichkeit, wir machen ja doch auch sehr unterschiedliche Filme. Die haben irgendeinen Kern, also dass es irgendwie um Menschen geht. So, ja, aber auch also im Fokus, nicht irgendwie ein Krimi-Plot oder sonst was, sondern es geht um diese Menschen und wie die... Eine Beziehung was, meistens. Eine Beziehung, auch, ja. Was mit denen, irgendwas passiert zwischen denen. Und da nähern wir uns trotzdem sehr unterschiedlich und da hat jeder, glaube ich, so seinen sehr persönlichen seine Herangehensweise und Piotr sagt zwar eine persönliche Geschichte, du sagst, du trägst das schon lange mit dir rum, ist also auch was sehr Persönliches. Meine Filme tragen alle auch was Persönliches von mir. Vielleicht ist das auch der Punkt, dass es so was Persönliches ist, das nah dran ist an einem und man sich dann halt mit Gefühlen befasst. Vielleicht bringt es das schon von alleine mit sich. Ich finde jetzt per se nicht zwingend nötig, dass man ein Label draufpackt, dass man sagt, das ist die neue deutsche Sinnlichkeit. Aber es kann vielleicht auch helfen, wir kämpfen da alle für uns alleine, unsere Filme zu machen und vielleicht macht es irgendeine Aufmerksamkeit, dass man sagt, das ist irgendeine besondere Herangehensweise, guck da mal hin. Dafür finde ich es gut. Wie ist das bei dir? Ja, also ich habe dann auch in den letzten paar Jahren beobachten können, dass einfach viel mehr Persönliches oder mutiger mit Gefühlen umgegangen wird, aber nicht, also ohne dabei, dass das einfach so ein Kitschfilm wird, sondern so wie man es auch so vom Ausland her kennt, weil sie ja auch
ob nun England, Frankreich, Italien, die machen das schon seit Jahrzehnten und führen das auch weiterhin und nehmen da überhaupt kein Blatt vom Mund, während Deutschland dann noch etwas ja, ruhiger war, sage ich mal. Oder so getan haben, als ob das nicht existieren würde. Mhm. Aber die Deutschen sind ja schon sehr emotional und sensibel auch. Also, ja, ich finde es ganz spannend, was ihr sagt. Ich finde auch, um auf den Label-Gedanken noch mal kurz einzugehen, das ist ein Ziel, finde ich, für mich, weil ich finde diese Filme ganz großartig und es ist so schwierig, dann den Überblick zu behalten. Es entstehen 250 deutsche Filme im Jahr, man weiß nicht, welcher könnte mich denn noch interessieren. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, das kennt man ja aus der Musik zum Beispiel, wenn man weiß, okay, Ihnen hat jetzt Schau mich nicht so angefallen, mir könnten auch weitere Filme gefallen, die dann vielleicht in irgendeiner Weise zusammengeführt sind. Das ist etwas, was die Berliner Schule auch gemacht hat natürlich, also es kommt immer von außen, deswegen Filmemacher sträuben sich da immer, weil das so ein bisschen mit Schublade auch was zu tun hat. Aber ich glaube, dass da auch viele Chancen bei entstehen. Und gerade bei euch, ich meine, das funktioniert sowieso schon im Ausland, also warum das nicht nach Deutschland tragen und Aufmerksamkeit drauf? Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Und um das Ganze zu beenden mit der Antwort auf die Frage unserer populären Reihe, was tut sich im deutschen Film? Es tut sich sehr viel. Vielen Dank, Lena Knaus und Ursenma Borchow. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass Sie so lange da geblieben sind. Ja, und Ihnen guten Nachhauseweg. Morgen 17.30 Uhr, ich habe es heute 10-mal gesagt, im Cinema Yours in Mainz, das ist in der Schillerstraße. Wissen Sie endlich, worum es geht. So ist es. Genau, dann können Sie alle diese wunderbaren Filme von Lena nochmal sehen. Und ja, ansonsten, was tut sich im deutschen Film, geht am 18. Dezember weiter mit einem ebenso sinnlichen Film, Die Habenichtse, mit Julia Jentsch in der Hauptrolle. Florian Hoffmeister hat es gedreht, ein 9-11-Drama in Schwarz-Weiß aus Deutschland. Auch das soll es geben. Jetzt kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Tschüss.